Hallo und herzlich willkommen, liebe FIFA 11 Freunde, liebe FIFA Prognosenfreunde und Fans von mir vielleicht ein bisschen. Ich werde jetzt hier eine FIFA-Prognose machen zum Spiel Deutschland gegen Australien. Nachdem die deutsche Nationalmannschaft am Samstag gegen Kasachstan 4:0 gewonnen hat im EM-Qualifikationsspiel. Ja, das war eine lockere Partie für die Nationalmannschaft. Es wurde ein bisschen gepfiffen, weil nicht so ganz so stark gespielt wurde mehr. Aber ich meine, es war ein souveräner Sieg und somit können wir alle zufrieden sein mit unseren Jungs. Und hier die Aufstellung einmal ganz kurz gezeigt von dieser Partie. FIFA hat zwar ein Update gemacht vor einiger Zeit, aber da waren noch einige Sachen nicht, einige Änderungen nicht dabei. Zum Beispiel wäre hier bei dem Spiel Langerak im Tor der zweite Keeper von den Dortmundern. Und auch bei Deutschland wäre eine Änderung. Oh, hier muss schon die erste Tat von Manuel Neuer gemacht werden. Auch bei den Deutschen wäre hinten links in der Verteidigung nicht, wie ich hier aufgestellt habe, Aogo, sondern von den Dortmundern Marcel Schmelzer wäre auf dem Platz, aber der ist hier bei der Aufstellung nicht dabei. Online jedenfalls. Ja, und somit müssen wir mit der Aufstellung hier vorlieb nehmen und ich habe die einfach mal jetzt nach meinen Gedanken so gemacht, wie ich mir das grob vorstellen könnte, weil ich gehe davon aus, dass Mats Hummels auf jeden Fall in der Innenverteidigung gesetzt wird. Jetzt hier der erste Angriff, Lukas Podolski auf der linken Seite und Klose, der hier sein Zweierpack im Samstag gemacht hat. Das war das 61. und 60. Tor, glaube ich, für die deutsche Nationalmannschaft. Hier den ersten Kopfball aufs Tor gesetzt. Im letzten Spiel, ihr seht es noch hier, FIFA WM 2010 wird hier oben angezeigt. Zwischen den beiden Mannschaften, das erste Gruppenspiel der WM 2010, ging 4:0 aus für die deutsche Nationalmannschaft. Das heißt, Australien hat hier einiges wieder gut zu machen und die brennen hier mit Sicherheit, auch wenn das Spiel hier auswärts in Deutschland ist. Jetzt hier der Angriff über die linke Seite für die Australier, Nachschuss und Neuer muss sich da auf den Ball schmeißen. Schön gemacht hier von den Australiern und jetzt die Gegen Angriffschance für die Deutschen, aber auch hier der Ball verspringt da und Götze kommt nicht her, der auch heute hier sein Spiel machen darf für die Mannschaft und wenn er gut ist, die Möglichkeit vielleicht hat, in die Stammelf zu kommen. Im Prinzip steht ja schon eine Stammelf bei der Nationalmannschaft, aber Joachim Löw wird hier einiges umhertesten und jetzt die erste Chance, Klose macht das 1:0 und macht hier endlich mal wieder ein Salto, den hat er am Wochenende gegen Kasachstan nicht gemacht. Schön hier in die Mitte gegen die Innenverteidigung von Australien. Sieht hier überhaupt nicht gut aus. Und somit steht das 1:0, nachdem eigentlich Australien bis jetzt mehr Druck und mehr Anteile vom Spiel hat. Ja, aber ich freue mich natürlich hier für die deutsche Nationalmannschaft, 1:0 in Führung gegangen zu sein. Und da geht es auch schon los mit den Australiern. Die wollen hier natürlich zeigen und kämpfen. Wir sind auch eine gute Fußballmannschaft. Wobei ein wichtiger Spieler, Kewell, wenn ich ihn richtig ausgesprochen habe, ja, verletzt ist und ausfällt bei dem Spiel. Der ja eine sehr tragende Rolle bei der Mannschaft auf jeden Fall hat. Und im Spiel gegen Deutschland bei der WM gelb-rot vom Platz musste. Der ist heute nicht dabei. Und somit müssen sie hier auch mit ihrem Nachwuchs vorlieb nehmen. Jetzt hier schön geschossen, aber auch sehr schön geblockt. Podolski kam da mal hin. Oh, jetzt steht hier Mertesacker in Bedrängnis. Kennedy, den kennen wir noch aus der Bundesliga. Der schießt hier flach am Tor vorbei. Es regnet hier im Olympiastadion. Ja, das Spiel ist nicht im Olympiastadion. Das weiß ich. Das müsste in Gladbach sein oder Düsseldorf. Ich weiß jetzt gerade gar nicht genau. Auf jeden Fall ist es am Dienstag. Und ja, hier ist bei FIFA auf jeden Fall das Olympiastadion eingestellt worden, automatisch. Und jetzt sind 26 Minuten vorbei, es steht hier 1:0 für die deutsche Nationalmannschaft. Und man muss aber auch dazu sagen, dass die Australier sich hier sehr gut, von einer sehr guten Seite zeigen. Auch wenn sie hier stark geschwächt sind, schöner Kopfball, was für eine Flanke. Neuer, wo steht denn Manuel Neuer da? Der sah da bei der ganzen Aktion nicht gut aus. Damit sammelt er mit Sicherheit nicht viele Punkte hier bei Joachim Löw. Ja, ansonsten kann sich die deutsche Nationalmannschaft, darüber kann ich am meisten sagen, weil über die weiß ich am meisten und ihr vielleicht wahrscheinlich auch und ihr interessiert euch am meisten. Oh, den Kapazer! Oh, wie kann man denn den drüber schießen? Hier nochmal die Ausgleichsmöglichkeit für Australien.
Was ich sagen wollte, dass Deutschland ja im Prinzip schon für die EM 2012 in Polen und Ukraine planen kann. Erster in der Gruppe und die nächsten Begegnungen, die wichtigen. Wenn sie die jetzt auch noch schaffen, die nächsten zwei, dann sind sie auf jeden Fall sicher dabei. Jetzt hier über die rechte Seite die Australier, Emerson, Kennedy in der Mitte bereit. Kennedy kennen wir, also kenne ich jedenfalls von dem Bundesligisten. Nicht Bochum, nein, es war Duisburg. Bei Duisburg war er, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Oh, schön jetzt, McDonald. Manuel Neuer kommt ja raus, nein, er kommt nicht raus, er bleibt hinten. Und das wollte McDonald ausnutzen mit einem Lupfer. Aber der failte hier so doll, dass das überhaupt nicht gefährlich aussah. Und Einwurf für die Deutschen. Ja, man sieht aber, dass hier die Nationalmannschaft doch ganz schön unter Druck ist. Die machen hier, die bestimmen das Spiel hier nicht wirklich. Und jetzt aber vielleicht über Müller. Müller. Ah, schön rausgekommen. Wunderbar gemacht. Und Müller, der hier auch im letzten Spiel gegen Kasachstan einen Doppelpack gemacht hat. Das waren die ersten Tore für die Nationalmannschaft, nicht während der WM oder überhaupt im Turnier. Hat hier eben dick gepatzt und jetzt hier der Fernschuss. Also schusstechnisch und chancentechnisch können wir uns hier bei dem Spiel nicht beschweren, wie man sehen kann. Es ist gleich Halbzeit, oben wird gerade nichts mehr angezeigt, 1:0, aber noch für die deutsche Nationalmannschaft. Die sich im Spiel gegen Kasachstan ein ganz schönes Pfeifkonzert anhören müsste. Auch Schweinsteiger, der nicht stark gespielt hat, den man es aber nicht übernehmen sollte, meiner Meinung nach. Wenn er da mal nicht so gut war, jetzt hier die Chance. Müller schon wieder. Podolski hätte vielleicht hier schneller nachschießen können, köpfen können. Aber damit haben sie jetzt nochmal Druck am Ende der Halbzeit gemacht auf die gegnerische Mannschaft aus Australien, die einen weiten Weg hier nach Deutschland hergemacht haben. Ja, und die brauchen sich auf keinen Fall verstecken, die Australier. Die machen hier ein echt gutes Spiel und hätten mit der einen oder anderen Chance, die sie nutzen hätten können, locker in Führung gehen können sogar. Meine Meinung. Okay, ich werde vielleicht in der zweiten Halbzeit eine Auswechslung machen. Hier sehen wir nochmal die Highlights. Das Tor von Miroslav Klose, der trifft und trifft und trifft für die Nationalmannschaft. Aber im Verein ist er nicht gesetzt. Da gehen wir auch schon los in die nächsten 45 Minuten. Und wie gesagt, hier in der Nationalmannschaft das Duell Klose gegen Gomez im Sturm. Hier ist Klose gesetzt und bei Bayern München ist Gomez gesetzt. Und von Klose läuft der Vertrag Ende der Saison aus. Ich denke, er wird gehen. Aber da werden wir mal sehen, wie da die Chancen so sind mit Jupp Heynckes als neuen Trainer für den FC Bayern München. Jetzt hier ein Wurf, ganz schön daneben gefällt. Und jetzt Klose, die nächste Chance an den Pfosten. Wunderbar rangeschossen, wunderbar gezwirbelt. Und der Torwart macht sich da lang. Das schauen wir uns hier nochmal an. Mensch, da geht es ja gleich ruppig los in die nächste Halbzeit. Schöne Chance für Miroslav Klose, wo er eben noch gerade bei mir Hauptthema war. Jetzt Mats Hummels, kommt mit nach vorne, macht Kopfball. Und Schwarzer macht krass, macht er hier Parade. Ja, Schwarzer, der wird nicht im Tor sein. Ich weiß gar nicht, ob er noch im Team überhaupt ist. Ist er veraltet? Man weiß es nicht. Ja, jetzt hier fehlt im Angriff für die Australier so ein bisschen das nötige Quäntchen. Hier ein bisschen der ein oder andere Tick mehr durchsetzen und vielleicht noch weitergehen und nicht von ganz weit hinten drauf schießen. Jetzt McDonald kommt jetzt durch. Aogo muss da gucken, auf wen er läuft. Wunderbar, jetzt Schuss aber. Manuel Neuer fällt da und sieht, dass der Ball übers Tor geht und somit braucht er sich da gar nicht beteiligen. Jetzt der Abstoß für die deutsche Nationalmannschaft. Ich sag zu oft deutsche Nationalmannschaft. Ich sag jetzt einfach mal Deutschland. Für Deutschland. Schön machen sie das. Aber jetzt wieder abgenommen bekommen. Da sind die DFB-Jungs auf jeden Fall sehr aufmerksam jetzt geworden. Und wenn sie hier nicht alt aussehen wollen, dann müssen sie auf jeden Fall mal einen Treffer nachlegen. So ein 2:0 würde die Moral der Australier jetzt mit Sicherheit sehr weit runterreißen. Und Müller hat jetzt hier die Möglichkeit, auf Götze zu spielen. Götze! Götze jetzt alleine, jetzt so leicht, aber die Flanke. Jetzt sind sie nachgerückt, Podolski kommt von hinten und hammert mit dem linken Fuß aufs Tor. Aber der geht zu weit rüber.
Das hätte natürlich geil ausgesehen, wenn er reingegangen wäre. Das muss man sagen, aber so sind sie halt. Die Jungs da, die wollen dann schöne Aktionen bringen, die natürlich Spaß machen beim Zuschauen. Jetzt Müller hier kämpft sich da durch gegen Wilkshire. Und bringt er jetzt noch eine Flanke? Nein, das ist gegessen. Das Thema ist am Tisch. Und jetzt die Kontermöglichkeit für die Australier. Schön jetzt, Kennedy kämpft sich da durch und muss gegen Hummels noch antreten und gegen Manuel Neuer. Und Neuer, der hält hier die Kugel sicher und das 1:0 für die Nationalmannschaft fest. Podolski ist auch noch dabei. Ja, der ist hier und will jetzt auf Müller spielen. Müller will uneigensinnig auf Klose schießen. Hätte er selber machen können, da wäre sicher ein Treffer drin gewesen. Aber somit weiter 1:0 und der Gegenstoß. Jetzt die Retourkutsche für die Australier. Aber nein, Hummels, der macht hier sehr solide Abwehrarbeit für die Nationalmannschaft und lässt da nichts anbrennen. Aber jetzt kommen sie zum Schuss wieder. Aber warum fehlt da der letzte Tick? Man weiß es nicht. Jedenfalls habe ich jetzt hier 3 Auswechslungen. Und mal schauen, was da passiert. Podolski raus, Marin für ihn auf die gleiche Position. Müller, offensives Mittelfeld raus und auf die gleiche Position. Kommt Toni Kroos? Ja, er kommt auf diese Position. Mache ich einfach mal. Und, wen hatte ich noch ausgewechselt? Klose habe ich ausgewechselt. Und dafür Gomez rein, um ihn mal zu behaupten lassen, sich für die Nationalelf. Ja. Somit herrscht hier weiter das Duell der Bayern-Stürmer. Hummels klärt hier diese Sache schon wieder wunderbar. Er kommt durch und er kommt nach vorne, er macht das. Ach, Dresch ist übrigens auch aufgestellt. Ja, den habe ich im defensiven Mittelfeld mal genommen, weil ich denke, dass er mit Sicherheit auch nochmal die Chance erhält von Joachim Löw für die Nationalmannschaft. Jetzt kommt es! Aber der war im Abseits. Schön, aber noch gemacht. Ja, sagen wir mal 2-3 Meter war er da hinter der feindlichen Linie. Und jetzt gibt es den Freistoß. Finch. Schuss für die Australier. Aber hier direkt vor Dresch seine Füße. Und somit wieder die Nationalmannschaft in Ballbesitz. Und wieder nicht mehr Aogo, der wirklich nicht gut gegen Kasachstan gespielt hat. Der hätte mehr Akzente setzen können. Ja, schöner Schuss. Aber es ist zu viel von weit hinten drauf geschossen. Das sieht dann aus, als wenn sie viele Chancen hatten. Aber im Endeffekt waren diese Chancen für die Australier dann doch nicht alle zwingend und so hundertprozentig gut und machbar. 1:0 weiterhin hier nur für die Nationalmannschaft, die jetzt aber auch schon höher führen könnte. Schon wieder ein Schuss hier. Das sind schon vielleicht ein paar verzweifelte Versuche der Australier, jetzt hier noch irgendwie im Spiel zu bleiben, nach den ganzen Fehlpässen, die sie sich hier hinten leisten, die aber nicht richtig ausgenutzt werden von den Schwarz-Weißen. Schon wieder Fehlpass, aber auch der Ball landet doch am Ende wieder vom australischen Spieler. Schweinsteiger mit dabei. Habe ich eigentlich schon mal gesagt, dass Özil und Khedira geschont werden bei diesem Spiel? Ganz sicher werden sie geschont. Ja, werden sie. So, jetzt nochmal. Kroos vielleicht. Nee, kommt nicht mehr ran an den Ball. Kulina jetzt an der Kugel. Kennedy, der hier heute schon die ein oder andere Chance verballert hat. Und Aogo jetzt mit Emerton im Verteidigungsduell. Die Nachspielzeit des Spiels läuft. Ja, es sind nicht mehr viele Chancen gewesen. Leider keine Tore mehr in dieser Freundschaftsbegegnung. Aber die deutsche Nationalmannschaft ist jetzt hier durch mit dem Spiel. 1:0 geht es aus in meiner Prognose. Einen Sieg würde ich in jedem Fall tippen. Und ich würde auch ein mehr chancenreiches Spiel für die deutsche Nationalmannschaft tippen. Und mein Tipp wäre für das Spiel 3:1 für Deutschland am Dienstag. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen, was ich hier gemacht habe. Wenn es euch gefallen hat, den Daumen nach oben drücken. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr mich ja abonnieren. Ich mache hier regelmäßig Spiele und wir sehen uns beim nächsten Spiel. Bis dann, euer Basti.